Hallo, mein Moin, herzlich willkommen zum nächsten Part Landwirtschaftssimulator 15 in Nordfriesland zum Ballenpressen. Das Gespann hier schon mal angestellt. Und dann würde ich sagen, geht das auch gleich los. Dass wir hier den Rest des Strohs schön verpresst kriegen. Kühe, Schweine sind versorgt, hattet ihr ja gesehen. Schafe gehen mir am Punkt, Punkt, Punkt vorbei. Die finden für mich nicht statt. Ich nutze keine Schafe. Vielleicht mal irgendwann, um das zu zeigen, weil auf dieser Map eben auch dieser Wollpalettenkollektor verbaut ist. Vielleicht zeige ich euch das mal irgendwann, aber grundsätzlich finden für mein Empfinden die Schafe nicht statt. Das ist nicht meins. Ja, eine Kollision in diesem Strommast ist, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also der Mähdrescher hat auf jeden Fall beim, also im Helfermodus davor angehalten. Was aber, denke ich, darauf zurückzuführen ist, dass das ja eine nicht bepflanzte Stelle ist. Wir werden das gleich beim Ballenpressen ausprobieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass da keine Kollision ist. Muss ich dazu sagen, ich würde jetzt normalerweise, auch wenn da keine Kollision ist, beim Ballenpressen nicht einfach durchfahren. Das ist ja nur kollisionslos immer gut für den Helfer. Aber um das zu testen, mache ich das gleich mal. Nicht wundern, normalerweise würde ich sowas nicht tun. Also wenn ich eh schon selber fahre, dann kann ich Hindernisse auch problemlos umfahren. Dann brauche ich da keine nur Kollision auszunutzen. Das nur schon mal als kleiner Hinweis. Aber das werden wir, wie gesagt, gleich sehen. Ich bin der Meinung, dass da keine Kollision drin sein wird. Ja, sammeln werden wir auf dieser Map doch mit dem Arkosin. Werden den auch voll auslasten. Haben auch viele bei meinen anderen Videos gesagt, weil ich immer gesagt habe, ich nutze den nicht, weil man den so hoch abstellt und ich habe keinen Teleskoplader. Haben ihm direkt gesagt, pass auf, mach den doch einfach nur halb voll. Dann hast du das Problem auch nicht. Richtig, an die Maßnahme hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Durch den reichen Herrn, der uns hier unterstützt hat, haben wir allerdings, hier ist die hügelige Variante der Map, haben wir uns allerdings dann auch einen Teleskoplader dazu geholt, wenn schon denn schon, dass wir das dann auch vernünftig machen können. Ich habe im LS15 noch nicht ein einziges Mal mit dem Teleskoplader gearbeitet. Das ist LS13 schon kaum. Also sehr selten eher. Bin mal gespannt, wie das dann alles funktioniert. Vor allem so im Ballenhandling, was sich ja verbessert hat, aber lange noch nicht perfekt ist. Und ich habe jetzt nicht so genau im Auge, ob es das schon gibt. Also beim LS13 gab es ja dann Ballengabel, wo du dann die Ballen fixieren konntest. Ich weiß gar nicht, ob es die für 15 auch schon gibt. Aber wenn nicht, dann werden die definitiv bald kommen. Nichtsdestotrotz würde ich mich weiterhin über einen automatischen Ballensammelwagen freuen, wie ich ihn in 13 hatte. So, jetzt kommt der große Moment. Augen zu und durch. Ja, dachte ich mir. Alles okay, keine Kollision. Hätte mich an sich auch gewundert. Der Hof ist hier schön groß. Hier hat man auch gute Flächen, um die Ballen dort abzustellen. Deswegen werden wir auch das Stroh eigentlich relativ selten lose sammeln, sondern fast nur mit Ballen arbeiten, wie ich das ja in LS13 im Prinzip auch schon gemacht habe. Ihr wisst es vielleicht. Ich meine, jetzt gibt es meiner Meinung nach auch ein Real, dass da auch das Stroh schon mal lose gesammelt wird. Das ist nicht irgendwie jetzt ein Fantasieprodukt. Aber irgendwie kennt man das doch
mit Ballen alles viel eher. Und ich arbeite auch gern mit Ballen. Ich mache das halt so, wie ich das im letzten Part schon mal sagte, dass ich dann, wenn das mit dem Einstreuen doch nicht richtig funktionieren sollte, das dann wie im 13er mache und die Ballen dann mit dem Frontlader einfach in den Futtermischwagen reinknall. Dann macht er da genauso lose Stroh draus. Und dann sind wir alle glücklich. Das habe ich ja im 13er schon gemacht. Da habe ich dann also wirklich das Stroh gepresst, im Ballen dann Futtermischwagen gehext und trotzdem ins Futterlager lose reingetan. Einfach weil mir das Ballenhandling im Prinzip Spaß gemacht hat. Ich finde, das hat was. So, jetzt ziehen wir hier so unsere Bahnen. Mal einen Schluck trinken, kleinen Moment. Wir ziehen hier mit 24 Stundenkilometern. Ich weiß gar nicht, wie die reale Geschwindigkeit zum Ballenpressen ist. Wenn das zu hoch ist, möge man mir das in die Kommentare schreiben, weil die Ballen doch da hinten ganz gut abtanzen. Ich weiß ja, da gibt es ja Fachleute unter euch, die das wissen. Und dann passe ich mich da gerne an, wenn ihr sagt, also du darfst höchstens. Ne? Dann mache ich das. So, aber meine Lieblingspresse in LS13 ja schon so. Dieser Glaspresse, ihr erinnert euch vielleicht, da kommen auch sicherlich nochmal wieder irgendwann Videos von. Ist, wenn man da viel schneller gefahren ist, als 11 Stundenkilometer, ist das Ding halt alle 2 Meter verstopft. Aber wir gehen trotzdem mal ein bisschen. Nee, ist ja Quatsch, ist ja nicht egal. Weil beim LS15 war ja ein Feature, du konntest Vollgas geben und hat automatisch angepasst. Also insofern müsste das eigentlich reell sein. Also ich habe den Eindruck, also ich glaube, dass der Fendt, das ist ja dieser 828er, den habe ich von Forbidden Mods, nicht so sehr am Schlingern ist. Ich hoffe, ich beschreie es jetzt nicht, wie manch andere Schlepper. Also ich brauche hier gar nicht großartig vom Gas zu gehen, um die Drehung oder um die Wendung zu machen. Und der rutscht mir dann nicht weg. Würde mit zwei vollen Anhängern wahrscheinlich schon anders aussehen. Da wären wir dann wahrscheinlich wieder bei Holiday on Ice. Überschüssiges Stroh kann man auf dieser Map, wenn ich das richtig gelesen habe, bei der Biogasanlage verkaufen. Muss dann irgendwann auch nochmal ausprobieren, obwohl ich habe nie überflüssiges Stroh. Weil wir relativ viel Mist auch brauchen. Auch für die Obst- und Gemüseproduktion. Und das dann im Futtermischlager oder im Futterlager vernünftig ablagern. Und wir haben von der Anzahl eigentlich immer eine nicht geringe Anzahl an Tieren. Weil ich mir trotzdem mal wünschen würde, dass da vielleicht der Verbrauch ein bisschen angepasst werden würde. Also es gab ja im LS13, habt ihr vielleicht dann noch gesehen, gab es ja dieses Script, dass einmal die Kühe in ihrem Fressverhalten angepasst waren, dass sie eben auch alles gleichmäßig weggefressen haben, nicht wie es dann früher mal Standard war, wenn
Mischfutter drin war, haben sie erst das Mischfutter weggefressen, dann die Silage, dann das Gras, und dann wird gleichmäßig gefressen. Und man konnte die Lure etwas anpassen, sodass ich mir in meinem LS13 den Verbrauch der Tiere sehr hoch gestellt habe, dass man also Minimum einmal am Tag da auch versorgen muss. Und nicht wie das beim Standard ist, man haut da irgendwann mal zwei Ladungen rein und hat irgendwann 6 Wochen Ruhe. Weil im Realen ist es ja mal schlicht und ergreifend auch so, dass Kühe, glaube ich, das, was man morgens reingeschmissen hat, abends schon gar nicht mehr beim Arsch angucken würden. Und ich bin noch gespannt, ob man den Schweinestall jetzt selbst entmisten muss oder ob nicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil auch wenn bei Silent Valley, bei den Silent Valley Videos vielleicht der ein oder andere Eindruck entstanden ist, ich bin eigentlich ganz gerne damit beschäftigt, auch Ställe zu entmisten. Also wenn es nach mir ginge, könnte man auch den Kuhstall entmisten müssen. Was ich da ganz schön fände, wäre, wenn das, wie gesagt, so einen kleinen, weiß nicht wie das heißt, so einen kleinen Hofschlepper oder Hofschieber geben würde, dass man das vielleicht in Spaltenboden reindrücken könnte. Dass man das vielleicht nicht zwingend irgendwie ausschaufeln müsste, sondern irgendwie einfach da so reinschieben könnte. Das fände ich mal eine ganz schöne Sache. Oh ja, das Ballenpressen geht ja hier wie geschnitten Brot. Ich mag diesen 8,28er Fendt. Kurzzeitig kursierte gestern auch durchs Internet bei Modhoster und bei diversen anderen Portalen wohl auch ein Fendt 1050 oder so. Ich habe mir den von Anfang an nicht geladen, weil mir von Anfang an schon suspekt war, wenn einer in die Videobeschreibung rein oder in die Mod-Beschreibung reinschreibt, habe ich irgendwo über Google gefunden und biete den jetzt mal an. Das habe ich gleich blöd gefunden. Irgendwie eine halbe Stunde später hatte er dann seine Mod-Beschreibung zumindest insoweit erweitert, dass da dann drin stand, ich habe den Original-Link beibehalten. Was mir aber auch egal ist, ich habe ihn trotzdem nicht runtergeladen. Und mittlerweile ist er wohl beim Mod-Hoster ganz verschwunden. Das nur mal so am Rande. Ich habe jetzt keinen Bock, über so ein Thema ein langes Video zu machen. Andere regen sich über sowas künstlich auf. Mir gefällt es auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt den Weltfrieden sichert, wenn ich jetzt darüber ein ganzes Video machen würde. Um jetzt zu erzählen, wie schlecht die Welt doch ist. Hauptsache, ich habe meine Klicks dafür. Ich kann nur sagen, Respekt den Moddern gegenüber. Und wenn sowas ist, ladet es gar nicht erst runter. Bin mir sehr sicher, es werden auch diese tausende Fan-Reihe bekommen. Da werden sicherlich auch schon Modder mit beschäftigt sein. Und wenn das dann alles ordnungsgemäß da ist, dann kann man den auch runterladen von so einem Quatsch. Wie habe ich irgendwo gefunden, ganz davon abgesehen, dass man gar nicht weiß, was da womöglich alles drin ist und wie der erstellt ist und keine Ahnung. Finde ich so die Aussehen, habe ich irgendwo gefunden und biete ihn jetzt mal an. Auch schon sehr fragwürdig, das nur mal am Rande. Jetzt haben wir drei kleine Bahnen, dann haben wir das auch geschafft. Und dann gucken wir gleich mal, wie das hier mit dem Akkus klappt. So, zwischendrin in den Feldern sind immer noch so kleine Placken, auch so Grasflächen und so. Da müssen wir mal schauen, ob die sich jetzt grundsätzlich weg
abkurbeln lassen, beziehungsweise eventuell wegfliegen lassen. Da sind so manche Dinger dazwischen. Das wird nicht extrem störend. Ja, damit kann man leben. Also mir gefällt die Map nach wie vor sehr gut. Die wichtigen Funktionen, die ich bisher getestet habe, haben alle gut funktioniert. Für manche Sachen sollte man sich halt mal ein bisschen Mühe geben und mal rausfinden, so wie man das als normaler Mensch macht. Wenn ich jetzt auf so einer Map fahre und weiß nicht, wo ich die Saatmaschine auffüllen kann, kann ich natürlich irgendwelche Posts irgendwo reinschreiben. Ich kann auch versuchen, das irgendwie selbst rauszufinden. Ich möchte behaupten, das selbst rauszufinden, einmal den Giants Editor aufzumachen und mal zu schauen, wo der Trigger ist, ist im Endeffekt die schnellere Methode. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. So, überschüssigen Ballen rausgedrückt. Dann hoch mit dem Pickup. Zusammengeklappt. Ab nach dem Hof. Sammelwagen holen. Die Rundumleuchten noch nicht an. Ja, sollen wir vielleicht mal tun. Also was aufgefallen war, auch beim 828er Fan mit dem vollen Ladewagen hier mit Vollspeed lang zu knattern. Ich meine, das Ding fährt über 60. Ich weiß, mit dem Ladewagen nicht so schnell, da kann man aber doch einigermaßen entschlingern. Im Grundsatz so ein bisschen Fahrverhalten anpassen war ja auch eine super Sache. Man hätte vielleicht nicht so übers Ziel rausschießen müssen. So, und ich habe es mir gemerkt, ich fahre rechts herum. Ladewagen mitnehmen, wie ich abgestellt. Das ist ja widerlich. Also. Finde ich ein Skandal. Der ist auch noch nicht mit dem Akku gearbeitet, aber mal schauen, wie sich der so macht. Hier auch ganz schön finde ich, dass der Hof so ein klein bisschen in die Ortschaft mit eingebaut ist. Weil das sonst beim LS ja eigentlich grundsätzlich so war, dass Hof und Ortschaft immer ziemlich weit getrennt waren. Und das finde ich eben auch mal ganz schön, dass da mal einer so ein bisschen sich gegen den Trend gesetzt hat. Und vielleicht mal ganz skandalös gesagt hat, nee, ich denke jetzt mal nicht an die Performance. Ich mache einfach mal was Schönes. Und nicht so wie Giants ständig sagt, oh, Performance, Performance, das geht alles nicht. So, nun schauen wir mal. Wenn wir eben zusammen einen Anhänger voll machen und das einmal abladen, gucken, wie das so läuft.
Diskussion stehen lassen. Auf den in LS3 zu passen, glaube ich, 18. Ist das so? So, wir sind voll. So, Transportstellung ist einmal B. Auch nicht schlecht. Das Wacken oben eher. Ja, also Kleinigkeiten haben sie echt schön verbaut hier. Man merkt, da hat sich wirklich einer Mühe gegeben. So, ich denke, wir nehmen diese Ecke hier, ne? Ich glaube, die können wir. Nicht so weit. So, mal gucken, ob die auch irgendwo sicher stehen bleiben. Nicht, dass die mir jetzt alle durch die Gegend kugeln. So, an dieser Stelle entladen. Ja, bitte. Schön stehen bleiben, schön stehen bleiben. Ja, Fläche. Eieieiei. Und jetzt mit Vollgas rückwärts zurück. Ah, was ist das denn? Na, ob das jetzt, alles wie geplant ist. Kaum, oder? Gut, also. Kleiner Ballenfail, würde ich sagen. Was passiert, wenn wir den zurücksetzen? Und deswegen arbeite ich nicht gerne mit diesem Teil. Überhaupt finden irgendwo hier. Ah, guck mal. Ja, okay. Also wir versuchen das gleich nochmal. Also im nächsten, oder vielmehr ich versuche das dann nochmal.
Wenn das wieder so ein Chaos gibt, dann hat sich der Arkosin-Ballenwagen für mich erledigt. Dann hat sich auch der Teleskoplader erledigt, weil man braucht die Ballen nicht mehr. Wäre jetzt mal auch nicht so verkehrt, dann hätten wir wenigstens genug Geld für was anderes frei. Okay, aber wir kommen zum Ende von diesem Part. Ich sag wie immer schönen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.